Das nächste Auswärtsspiel in der Bundesliga verschlug unsere Mannschaft nach Hessen. Genauer gesagt in den Deutsche Bank Park. Gegen die Eintracht aus Frankfurt die ersten 20 Minuten ausgeglichen. Der FCH mit der ersten großen Chance, das vor 55.800 Zuschauern, über 2.000 davon aus Heidenheim. Niklas Beste aus spitzem Winkel versucht er da mal sein Glück. Die Eintracht ein bisschen im Glück, dass er da nicht mehr draus machte. Das war nämlich richtig stark. Danach dann auch die Eintracht. Nach etwas mehr als einer halben Stunde richtig gefährlich wurde es aufgrund dieser Situation. Kevin Müller, das ist ein ganz klarer Elfmeter. Darüber musste man nicht diskutieren. Deswegen zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Nankam nahm sich dieser Sache an, übernahm die Verantwortung, aber traf nicht das Tor. Jetzt also der FCH im Glück, dass dieser Ball nicht drin war. Frankfurt blieb jetzt allerdings am Drücker. Unsere Mannschaft bekam den Ball hinten nicht mehr raus und deswegen das 1:0 von Hugo Larsen. Ganz trocken und ganz satt in die Ecke. Keine Chance für Kevin Müller. Das in der 39. Minute. Mittlerweile verdiente 1:0 und sein erstes Tor im Trikot der Eintracht. Zur Halbzeitpause also noch alles offen und vor allem alles drin für den FCH, der auch die erste Chance in Durchgang Nummer 2 hatte. Und zwar über unseren Rechtsverteidiger Omar Traoré. Da musste Trapp ran, vor allem weil dieser Ball abgefälscht war, wurde es da nochmal gefährlich. In Folge dann wieder die Eintracht. Das 2:0 deutete sich mehr und mehr an, aber einer hatte etwas dagegen. Kevin Müller mit einer überragenden Parade. Ja, schon fast Weltklasse, wie er da mit den Fingern noch rankommt, verhindert das 2:0. Das konnte er kurze Zeit später aber auch nicht mehr. Ansgar Knauf in die kurze Ecke. Keine Möglichkeit für Müller dieses Mal. Und wenn man ehrlich ist, zu diesem Zeitpunkt in der 72. Minute auch verdient. Für die Eintracht das dritte Tor in dieser Saison von einem Einwechselspieler. Ganz drauf war der Deckel aber noch nicht. Ein hatte unsere Mannschaft noch. Tim Kleindienst nach Zuspiel von Traoré auf Adrian Beck. Aber gerade eben parierte noch Müller. Jetzt ist es Trapp. Und danach war dann auch Schluss. Viel kam nicht mehr von beiden Seiten. Und so verlor unsere Mannschaft mit 0:2 in Frankfurt. Ich glaube, in so diesen entscheidenden Situationen, da haben wir es dann nicht konsequent gemacht, vielleicht auch nicht konsequent verteidigt, wo wir hätten da sein müssen. Frankfurt hat es gemacht, glaube ich, wirklich in diesen entscheidenden Momenten. Aber nichtsdestotrotz, du hattest immer so dieses Gefühl, es hätte was passieren können. Und ich glaube auch, wenn der Beckstein da dann reinmacht da aus 4-5 Metern, ich glaube, dann könnte das Spiel nochmal eine ganz andere Wendung nehmen. Aber ich glaube, da dieser Fehlschuss hat es dann so ein bisschen besiegelt, weil dann dachten die sich wahrscheinlich auch, heute geht nichts mehr schief. Das freut einen natürlich jedes Mal, du kommst jetzt. Ist, glaube ich, auch nicht einfach für die, weil wir spielen 19:30 in Frankfurt. Die meisten müssen natürlich morgen arbeiten, früh raus. Und du gehst trotzdem raus und siehst, der Block ist voll. Das ist, glaube ich, was Besonderes. Kann man einfach nur ein großes Dank an die Fans aussprechen, weil das auch, glaube ich, nicht selbstverständlich ist. Für uns als Mannschaft hält es natürlich brutal, wenn du die Fans halt im Rücken hast. Leider Gottes konnten wir die Fans heute leider nicht mit den 3 Punkten bescheren oder beschenken quasi. Und nichtsdestotrotz vielen, vielen Dank an die Fans. Ich fand es kein schlechtes Auswärtsspiel gewesen. Am Ende trotzdem eine verdiente Niederlage, weil wir, glaube ich, so diesen letzten Punch nach vorne, klar, der Becks hat eine große Situation, halt, wo es 2:0 steht nochmal, wo du sagst, wenn du den machst, dann wird es nochmal spannend halt auf jeden Fall. Man muss sagen, Kevin hält den auch überragend, muss man auch zu der Geschichte sagen. Und das ist vielleicht so der Punkt, wo man sagt, halt ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Ich glaube, erste Halbzeit auch keinen Schuss aufs Tor gehabt, was natürlich dann schwierig ist, halt auch klar. Auch ein paar Chancen zugelassen, aber ist auch klar, gerade nach dem 1:0 nach der Halbzeit versuchst du dann halt auch nochmal zu biegen halt und alles irgendwie in die Waagschale zu werfen halt auch und dass du die eine oder andere Situation halt dann nicht wegverteidigen kannst, ist auch klar. Schade, aber wie gesagt, es war kein schlechtes Spiel, es gibt definitiv auch viele positive Sachen, die wir mitnehmen können und wir schauen jetzt einfach über die Länderspielpause, dass wir uns dann auch gut auf Augsburg vorbereiten, das Heimspiel. Ein bisschen Wunden lecken jetzt halt alles, was jetzt so passiert ist. Mir fällt immer natürlich auch ein bisschen Späne nebenbei. Und dann bereiten wir uns gut einfach wieder drauf vor.